Naja, da haben wir halt diese ganze Zeit mitgemacht, auch auf der Universität. Und da habe ich die Nazis so richtig kennengelernt. Ich hatte sehr nette Kollegen, die ursprünglich nicht dafür waren, aber dann alle in dieses Lager abgeschwenkt sind. Aber was haben die gemacht? Die haben zum Beispiel auf der Universität, haben sie ins Klo eine Bombe gelegt. Ja? Die ist losgegangen, war Gott sei Dank niemand oben. Ja? Dann hatte ich eine Kollegin, das war eine Jüdin, eine Blinde. Und ich habe mich immer ein bisschen um sie gekümmert. Sie hat mich sehr geliebt, hat in Vorlesungen sie meistens neben mir gesessen. Die haben ja die Blindenschrift, nicht? Ist ein bisschen langsamer. Wir haben ja unsere Vorlesungen alles mitgeschrieben. Wir hatten keine Bücher für das. Wir hatten nur die Vorlesungen von unseren Professoren. Da gab es keine Auszüge, nichts. Nur unsere Mitschrift. Und der habe ich immer, wenn sie nicht mitgekommen ist, habe ich halt schnell was zugeflüstert. Ja, also die war sehr arm. Und wenn sie am Germanistengang ging mit ihren Stecken und so, habe ich, und ich war am Gang, habe ich immer aufgepasst, dass sie nirgends hineinrennt. Aber die Nazi, die haben gemütlich zugeschaut, wie sie gekommen ist. Die sind in eine offene Tür hineingerannt, die haben da zugeschaut. Da haben wir gedacht, na, ihr seid die Richtigen.